Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zum Liebeshoroskop im September 2017. Ich bin eure Astrologin Antonia Langsdorf und ich führe euch durch die Konstellationen. Wenn ihr eine Beratung zu einer ganz persönlichen Situation braucht, stehe ich euch dafür natürlich gerne zur Verfügung. Ihr könnt auf meinem Kundentelefon anrufen oder die Beratung direkt über meine Homepage buchen unter www.antonialangsdorf.com. Infos dazu findet ihr, wenn ihr auf das kleine i hier im Bild klickt und natürlich unten in der Videobeschreibung. Mit etwas Glück könnt ihr 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen, wenn ihr mir einen netten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Wie es geht, dazu mehr am Ende des Videos, also bleibt dran. Ihr startet beschwingt in den September, denn die Liebesplaneten stehen günstig zur Widdersonne und die Widdergeborenen sind ja meistens Stehaufmännchen. Selbst wenn ihr in den vergangenen Monaten in einige Liebesfettnäpfchen getreten sein solltet, habt ihr doch euren Optimismus nicht verloren. Und deshalb könnt ihr auch diesen Monat, besonders um die Monatsmitte herum, Erfolg beim Flirten oder in eurer festen Beziehung haben. Jetzt schauen wir uns die Konstellation genauer an und wir fangen an mit dem Erlebnishintergrund, also mit euren langfristig wirkenden Aspekten. Und da gibt es zunächst mal die Spannung zu Krisenplanet Pluto. Das ist ein Quadrat, was hier aus eurem 10. Sonnenhaus auf die Widdersonne wirkt und für viele Widder Situationen im Job bringt, wo sie es mit Machtkämpfen zu tun haben, wo sie Situationen haben, wo sie sich durchsetzen müssen, wo sie vielleicht auch beruflich unter Druck stehen, sehr viel erreichen können, aber dafür auch sehr viel einsetzen müssen. Jetzt mal ganz abgesehen von der Hausstellung, vom Aspekt her, vom Quadrat her, ist das eine krisenhafte Zeit. Pluto ist einfach der Planet, der durch persönliche Krisen einen dazu bringt, über sich selbst hinauszuwachsen. Und diejenigen, die den jetzt auf die Sonne bekommen, das sind die Geburtstagskinder, die zwischen dem 5. und 8. April Geburtstag haben, die werden bestimmt wissen, was ich meine. Die sind eben einfach jetzt in der Pluto-Krise. Lasst euch davon nicht zu sehr verrückt machen, denn Pluto will einfach, dass ihr Stärke zeigt, dass ihr euch entwickelt und dass ihr in eure wirkliche, wahre Kraft kommt. Egal, was also jetzt los ist in eurem Leben, ihr könnt davon ausgehen, dass wenn ihr hinterher damit fertig seid, dass ihr dann sehr viel dazu gewonnen habt. Auch vielleicht einfach an Gelassenheit, weil ihr einfach wisst, dass ihr das gemeistert habt. Ist ein schwieriger Aspekt, gebe ich zu. Und ich würde euch auch raten, durchaus mal vielleicht eine Beratung zu suchen, wenn ihr das nötig habt, wenn ihr das merkt. Aber wie gesagt, das Ziel ist, dass ihr wächst und mächtiger werdet. Genau, dann haben wir das Trigon zu Saturn. Das ist ein Aspekt, der Saturn, naja, ist auch nicht besonders bequem, aber es ist ein harmonischer Aspekt. Der hilft euch beim Manifestieren. Den spüren jetzt diesen Monat besonders die Geburtstagskinder vom 10. bis 13. April. Saturn steht hier für euch im 9. Haus der Pläne. Und die Widder, die das jetzt haben, die sind mehr als sonst in der Lage, ihre Pläne auch wirklich umzusetzen und vielleicht auch mit Geduld daran zu gehen. Ist ja sonst nicht immer eure Stärke. Interessant ist, dass die Lilith auch dabei steht. Da gibt es also eine Überschneidung, wer diese Aspekte empfängt. Und Lilith bringt auch eine große Kreativität, vielleicht auch schräge Ideen, ungewöhnliche Pläne. Und diejenigen von euch, die sich für die wilde Göttin Lilith interessieren, die jetzt hier im 9. Sonnenhaus steht, für die wäre es vielleicht auch eine gute Idee, mal eine Reise zu machen zu den Städten, wo ihr dem Göttinnenkult begegnen könnt. Und die Geburtstagskinder, die Lilith jetzt auf der Sonne stehen haben, sind die zwischen dem 11. und 16. April. Übrigens begünstigt Lilith auch Affären mit schrägen Leuten, mit schrägen, interessanten Künstlertypen und auch Affären, die einen so aus dem Alltagstrott rausreißen. Nächster wichtiger Aspekt, also bei euch am Himmel ist wirklich eine Menge los, ist natürlich die Opposition zu Glücksplanet Jupiter. Der steht für die Widder immer noch im Partnerhaus und bringt die Chance, Leute kennenzulernen. Ist ein super schöner Aspekt. Ist auch diesen Monat nicht so schwierig gestellt, weil er nicht mehr im Quadrat zu Pluto steht. Also kann man wieder mehr genießen. Und den bekommt jetzt die Geburtstagsspanne zwischen dem 11. und 17. April besonders schön zu spüren.
Also die haben jetzt den Genuss mit dieser Jupiter-Opposition und das bringt einfach tolle Begegnungen, neue Leute, interessante und auch erfolgreiche Leute werden dann euren Weg kreuzen. Vor allen Dingen, weil ja auch der Mondknoten im Löwen so super für euch steht, der auch Begegnungen bringt, verbindet sich diesen Monat mit der Venus, kommen aber gleich noch drauf, ne? Ist also in mehrerer Hinsicht ein Monat, in dem ihr auch wieder, falls ihr noch Single seid, sehr gute Chancen habt, jemanden kennenzulernen. Dann haben wir noch die Konjunktion mit Uranus. Ist ja auch schon seit einigen Jahren ein Thema für die Widder. Und diejenigen, die das jetzt auf der Sonne haben, das sind die Geburtstagskinder zwischen dem 15. und 19. April, die spüren eben jetzt diesen Druck zur Erneuerung, sich selbst neu zu erfinden, etwas im Leben zu ändern, was Neues anzufangen, ne? Also alles mit Betonung auf Neu und Umbruch. Das sind so Uranus-Themen und oft bricht es recht überraschend in euer Leben ein. Aber ich würde eben auch dazu raten, wenn ihr diesen Druck spürt, dem auch nachzugeben und wirklich auch zu gucken, wo kann ich in meinem Leben etwas neu gestalten. Manchmal hilft es auch schon, wenn man einfach sagt, was könnte ich denn mal tun, was ich noch nie zuvor getan habe. Also wirklich einfach auch was Neues ausprobieren. Wichtig für euch zu wissen ist, dass an dem Uranus jetzt der Neptun in diesem Halbquadrat dranhängt, noch ein paar Monate. Und das kann bedeuten, dass wenn ihr jemand Neues kennenlernt, vielleicht übers Internet, Uranus ist ja auch der Planet des Internets, dass da besonders viel Täuschung mit drin ist, ne? Also wenn ihr da Leute kennenlernt, seht zu, dass ihr die gleich trefft, dass ihr gleich guckt, ob die Chemie stimmt und dass ihr euch dann aber Zeit lasst, die berühmte 90-Tage-Regel, also 3 Monate, die Person näher kennenzulernen, bevor ihr anfangt, diese Begegnung ernst zu nehmen, ne? Für manche kann es auch einfach dann damit enden, dass man sich zwar nicht verliebt, aber eine neue Freundschaft anfängt. Das wäre möglich mit dem Uranus auch. Aber wenn ihr wirklich eine Beziehung sucht, dann seid da vorsichtig zurzeit. Okay, soweit also eure langfristigen Aspekte und jetzt schauen wir uns die aktuellen Konstellationen im September an. Die Sonne steht am 1. September in der Jungfrau, für euch im 6. Sonnenhaus. Das ist gut für den Job und für die Arbeit und auch für die Gesundheit. Dann haben wir hier Venus, Mars und den Mondknoten und den Merkur, alle im Löwen für euch im 5. Haus, alle in einem schönen Trigon. Wobei Mars, Mondknoten und Merkur alle in der 3. Dekade stehen und die Venus beglückt die 1. Dekade des Widderzeichens. Na, da habt ihr also Spaß dran, denn die stehen alle in einem super guten Aspekt zur Widdersonne und bringen Kreativität. Spaß am Sex, ja, also eigentlich alles, was man sich so wünscht, nur dass der Merkur eben noch rückläufig ist und es da vielleicht noch zu Missverständnissen kommen kann. Und dann habe ich auch einen Top-Tag für euch am 3. September, denn da geht der Merkur ja hier in Verbindung zu dem Mars. Das ist natürlich eine Zeit, wo ihr auch sehr aufpassen müsst, dass ihr nicht übers Ziel hinausschießt mit dem, was ihr sagt, aber es ist eine Chance auf ganz scharfes, heißes Liebesgeflüster. Also da könnt ihr jemanden um den Verstand bringen mit den Sachen, die ihr dann sagt. Und der Mond steht auch gut zu euch. Also insofern kann es für euch ein Top-Tag werden. Dann am 4. September, da beginnt die Venus ihren Durchgang durch die 2. Dekade, das heißt, die Widder der 2. Dekade kriegen dann das schöne Venus-Trigon. Und dann haben wir am 5. September eine ganz interessante Opposition mit Sonne und Neptun. Die kann so ein bisschen Unklarheiten bringen, auch Missverständnisse im Job oder vielleicht träumt ihr vor euch hin und kriegt irgendwas nicht mit. Und es gilt auch Vorsicht bei Flirts im Büro, denn da kann man leicht etwas missverstehen. Ne? Und auch ganz wichtig für euch ist, dass an dem Tag, am 5., der Mars ins Zeichen Jungfrau wechselt. Das ist natürlich eine starke Änderung der Energie. Vorher stand er im Löwen, das ist heiß, das ist feurig, das passt zum Widder. Jetzt geht er in die Jungfrau. Das ist so ein bisschen etwas nüchternere Energie. Und da ja der Mars euer Herrscher ist, steht ihr natürlich damit sehr in Resonanz. Der geht dann in euer 6. Sonnenhaus des Jobs. Also ist vielleicht auch einfach dann eine Zeit, wo ihr wieder mehr auf den Boden kommt, wieder mehr arbeiten wollt und auch Schwung im Job habt. Und gesundheitlich kann es sein, dass ihr dann eher vielleicht zu Entzündungsreaktionen neigt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen oder zu einer allergischen Reaktion. Also wie gesagt, Mars in die Jungfrau, das ist ein großer Energiewechsel und das werdet ihr dann vielleicht spüren. Aber die gute Nachricht ist eben, dass Mars und Venus aufeinander zulaufen und sich dann im Oktober verbinden. Und da habt ihr dann auch wieder Spaß dran. So, und diese Aspekte, die gehen über in den Vollmond am 6. September.
morgens um 9.02 Uhr. Und auch das ist bei euch dann auf der Achse hier 6 und 12. Also 6 ist ja Job, ne? Deswegen kann dieser Vollmond, weil er auch hier mit Romantikplanet Neptun sich verbindet, ein bisschen gefährlich werden für euch, weil ihr vielleicht im Büro flirtet und das könnte missverstanden werden. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Dann ist es so, dass der Merkur am selben Tag dann wieder direktläufig wird. Er steht dann noch im Löwen in der dritten Dekade. Und das ist sicherlich sehr angenehm, weil falls es Missverständnisse gegeben hat, gerade auch mit einer prickelnden romantischen Affäre, die vielleicht gerade läuft bei euch, dann lassen die sich jetzt wieder gerade rücken. Ne? Und der Mars in der Jungfrau ist dann eben in der ersten Dekade. Das bringt euch beruflich Schwung, aber übertreibt es damit nicht. Dann habe ich einen Top-Tag für euch am 9. September. Da haben wir eine sehr schöne Drachenfigur am Himmel hier. Guck mal, diese Konstellation hier. Und die zeigt bei euch ins Partnerhaus. Ja? Und verbindet aber noch viele andere Planetenkräfte, sowohl wenn ihr auf Reisen seid, als auch von euch ausgehend, bei euch zu Hause, Partnerhaus und eben das Haus der Sexualität, der Affären. Alles damit verbunden ist. Also einfach eine super Zeit. Und außerdem gibt es dabei noch diese Verbindung von Sonne zu Pluto in euren Berufshäusern. Das könnte also auch gut für den Job sein. Vielleicht trefft ihr beim Ausgehen Leute, die euch auch beruflich weiterbringen können. Also haltet da mal die Augen offen. Am 10. September tritt dann der Merkur ins Zeichen Jungfrau ein, auch aus dem feurigen Löwen in die etwas nüchterne Jungfrau. Das werdet ihr wahrscheinlich auch spüren und das kann euch aber beruflich auch gut voranbringen. Dann am 12., da macht dann die Venus ein schönes Trigon im fünften Haus für euch, also im Haus der Lebensfreude für die dritte Dekade der Wiedergeborenen. Am 13. beginnt die tolle Flirtphase, die geht ungefähr bis zum 19. September. Da bildet also die Venus, die ja immer noch günstig zu euch steht, schöne Aspekte. Einmal hier zum seriösen Saturn, an dem Tag selber am 13. auch noch zum Mond, dann zu Jupiter und auch zu Lilith. Da verbinden sich also auch die beiden wilden Göttinnen, macht also lauter super gute Aspekte und die Aspekte, die stehen auch noch gut zur Widdersonne. Ganz zum Schluss bildet sie ja dann auch noch die Venus, ein Trigon zu Uranus, auch wieder sehr flirtfreudig und der steht ja bei euch im Zeichen, also kriegt ihr nochmal Venus-Power. Alles eine super, super Zeit für euch und in dieser Zeit läuft es für euch richtig gut für Affären und liebevolle Erotik. Am meisten profitiert davon die dritte Dekade des Zeichens. Übrigens, gleichzeitig haben wir die Sonne hier auch im Quadrat zu Saturn. Das kann also sein, dass berufliche Anforderungen euch etwas bremsen, ja, in eurem ganzen Liebesschwung. Aber in dieser Zeit habt ihr auf jeden Fall zwei Top-Tage am 16. und 17. September. Das ist für euch ein Partywochenende mit super schönen Möglichkeiten, neue Leute kennenzulernen. Weiter geht's. Nächster wichtiger Aspekt ist dann der Neumond am 20. September, morgens um 7:29 Uhr. Da waren ja die Themen: Fakten erkennen, sich neu organisieren, Geheimnisse erklären. Ja, und das sind für euch auch gute Impulse im Job. Dieser Neumond spielt sich bei euch eben im Sonnenhaus des Jobs und des Alltags ab. Und die neuen Impulse, die können für euch übrigens auch heilend sein. Ne? Also diejenigen für euch, die vielleicht ein Gesundheitsproblem haben, sollten diesen Neumond auf jeden Fall nutzen, um sich darüber klar zu werden, wie sie damit jetzt umgehen wollen, können auch Leute finden, die ihnen da jetzt weiterhelfen. Und es ist auch eine sehr gute Zeit für Coaching und Beratung, vielleicht eben auch bei Gesundheitsthemen, Ernährungsumstellungen. Wenn ihr sowas vorhabt, könnt ihr das in der Zeit gut anfangen. Und wenn ihr selbst Berater seid, dann werdet ihr bestimmt in dieser Zeit rund um den Neumond auch viele Kunden haben. Und an dem Tag geht dann auch die Venus ins Zeichen Jungfrau und da kann sich dann eine gewisse Liebesernüchterung breit machen. Aber wie gesagt, die Venus geht dann auf den Mars zu und da der Mars bei euch herrscht und sich dann mit der Venus trifft, das ist Anfang Oktober, da kommt dann wieder Freude auf, was die Liebe angeht. Dann haben wir 20. bis 22.
September, eine interessante Phase, wo der Merkur erst gegenüber von Neptun steht und dann ein Trigon zu Pluto bildet. Das ist eine große Verführungs- und Überzeugungskraft, ja, die sich da entwickelt. Und das fällt jetzt für euch in den Berufsbereich. Ihr könnt dann viel erreichen, aber achtet darauf, dass ihr nicht mit den Mitteln des erotischen Flirts arbeitet. Das würde nicht so gut ankommen. Also das solltet ihr trennen, ne? Wenn es was Berufliches ist, ganz sachlich bleiben. Wenn ihr natürlich flirten und jemanden erobern wollt, kein Problem. Aber wie gesagt, so Flirts im Job oder in der Chefetage sind immer so ein bisschen heikel in dieser Zeit. Ja, am 22. um 22.02 Uhr abends tritt dann die Sonne ins Zeichen Waage ein. Das ist die Tag- und Nachtgleiche. Tag und Nacht sind genau gleich lang. Wir haben den Herbstanfang und für euch ist das super, denn damit geht die Sonne in euer siebtes Sonnenhaus und die repräsentiert interessante, erwachsene, seriöse und erfolgreiche Männer, also Widder, Frauen, aufgepasst. Das ist eine super Zeit, solange die Sonne in der Waage steht. Könnte natürlich dann auch passenderweise ein Waagemann sein, kann aber natürlich auch ein Löwemann sein, weil der Mondknoten ja auch im Löwen steht. Also das ist einfach eine super Zeit, die nächsten 4 Wochen, um jemand Tolles kennenzulernen, wenn die Sonne in der Waage steht. Ist immer eine gute Zeit für Wiedergeborene. Manchmal ist man dann auch ein bisschen gereizt, weil die Sonne ja dann genau gegenüber der eigenen Geburtssonne steht. Achtet da mal drauf, ob ihr das Phänomen auch kennt. Aber man ist eben auch sehr, sehr offen und sehr wach, neue Leute kennenzulernen. Genau. Und außerdem kommt ja noch dazu, dass wir dann vom 22. bis 30. September eine Phase der erotischen Spannungen am Himmel haben. Das geht los damit, dass der Mars, also euer Herrscherplanet, hier in die Opposition zu Neptun geht. Ist auch sehr romantisch, sehr flirtreich. Und außerdem haben wir dann auch Jupiter und Uranus, die bilden eine Opposition, auch für euch sehr interessant, weil es wieder bei euch auf der Partnerachse stattfindet. Und zum Schluss geht die Venus dann auch noch in die Opposition zum Neptun. Ist auch eine sehr romantische Konstellation. Und während dieser Zeit wird ja dann auch der Pluto wieder direktläufig. Das ist für alle diejenigen wichtig, die ich am Anfang erwähnt habe, die Pluto im Quadrat zur Sonne haben, weil die Pluto-Themen, die ihr erlebt, die sind eben diesen Monat auch besonders betont und äußern sich mit besonderer Kraft. Und jetzt, so Ende September, bedeutet das, dass sehr viel erotisches Knistern in der Luft liegt. Vor allem für die dritte Dekade wird es nochmal richtig spannend, denn Jupiter, Uranus hier, das verspricht sehr aufregende Begegnungen. Die anderen Planeten deuten darauf hin, dass ihr vielleicht einen Flirt im Job anfangt, was aber auch einen kleinen Skandal auslösen könnte. Am 30. September dann haben wir den Merkur, der tritt dann in die Waage ein, ins siebte Haus und verspricht interessante Begegnungen mit inspirierenden Gesprächen für euch. Ja, ihr Lieben, das waren eure Sterne im September. Wenn ihr mehr über eure ganz persönlichen Konstellationen wissen wollt, dann berate ich euch gerne. Alle Infos dazu findet ihr auf meiner Homepage www.antonialangsdorf.com. Die ist auch verlinkt hinter dem kleinen i hier im Bild. Wenn ihr eine gezielte Frage zu eurem Horoskop stellen und etwas über Astrologie lernen wollt, dann ist mein Webinar Antonias Sterne genau das Richtige für euch. Da haben wir in der Gruppe immer einen ganz tollen astrologischen Austausch miteinander. Der nächste Termin ist am Freitag, den 8. September um 17 Uhr. Bei der Verlosung könnt ihr wieder 15 Minuten Beratung bei mir gewinnen. Wer gewonnen hat, das gebe ich in der kosmischen Schwingung vom Oktober bekannt. Und so nehmt ihr teil. Postet mir hier einen netten und interessanten Kommentar, zum Beispiel darüber, was euch meine Horoskope bringen oder was ich besser machen könnte. Und abonniert meinen Kanal. Einfach hier klicken. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch doch auf jeden Fall nochmal das Video-Special Folge deinem Herzen an. Da geht es um den Mondknoten im Löwen. Alles Gute mit den Sternen!